Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de. Wir spielen heute Modern, ein Format, das ich bis jetzt links liegen gelassen habe. Und im H3 das auch nochmal deutlich ändern wird. Aber es ist eine neue Karte rausgekommen, die ich irgendwann auch jetzt endlich testen wollte. Und zwar ist es der Simulacrum Synthesizer. Ihr wisst ja, ich liebe Artefakt-Decks und die Liste sieht einfach cool aus. Die ist von Menguchi. Ich bin gespannt. An sich wollen wir den Synthesizer und Ursa Saga dazu benutzen, um ja, Constructs zu bauen. Das ist noch ein Giganta-Deck. Ich weiß nicht, ob das groß hilft. Relativ linear. Wir haben 8 Springleaf Drums quasi mit Springleaf Drum und Moonsnare Prototype. Wir haben die ganzen Null-Drops, um das zu enablen. Also wir spielen ein richtiges Affinity, denn wir haben Frogmite drin und den Sojourner drin und Thought Monitor. Wir haben auch 3 Nettlezysts, die uns ja, die abbeefen. Ja, wie gesagt, Artefaktländer, ich bin gespannt, wie sich die Liste spielt und wir sehen uns gleich in der Liga. Ciao, ciao. So, willkommen zur Runde 1. Ich bin gespannt, ich reveal mal mein Pokémon. Okay, das heißt, wir haben 2, wir haben nur ein Land. Muss man das Mulligan? Wir sind on the play. Ich mache eigentlich nichts. Ja, ich glaube, das muss ich Mulligan. Okay, das sieht besser aus. Und wir haben den Synthesizer. Das keep ich mal. Ich glaube, ich lege die Basic Island weg. Wobei, ich glaube, ich lege den Welding Jar weg. Die Island hilft mir zumindest, dass ich meinen Synthesizer casten kann. Ich mache mein Pokémon mal auf. Als nächste Runde können wir mal Metallic Rebuke offen lassen, wenn wir Stark Citadel spielen. Okay, Grief. Direkt gegrieft worden. Da geht mein Gameplay in Flöten. Ja, ich glaube, das war's. GG. Rebuke, okay. Dann hat er noch die... kein Scam. Okay, spannend. Spannend. Das heißt, 3 weniger, 4, 5. Der kostet quasi jetzt 4, ja. Ja, Göchen. Okay, das ist wahrscheinlich... Ah, okay. Wir spielen gegen Living End. Ich hab mal meinen Synthesizer. Okay, Forest Cycling. Das heißt, nächste Runde kann schon das Living End kommen. Oha, das ist mal echt jede Menge Cycling. Okay, fair. Den Ornithopter braucht man nicht. Den Thought Monitor nehmen wir gerne. Und dann Go. Heißt, die Thought Monitors sterben gegen das Living End. Und meine Tokens natürlich auch. Aber es gibt ja keinen Instant Speed mehr. Das heißt, wenn, dann kommt es jetzt. Ja. Das heißt, das Board von Opponent wird ziemlich voll sein. Jetzt können wir dann schauen mit unseren Thought Monitoren, ob wir es hinbekommen. Also mit dem einen, der geht jetzt. Ob wir es hinbekommen, genug Blocker zu haben und groß genug Blocker. Schauen wir mal. Das heißt, wir ziehen 2. Okay. Saga. Genau, der kostet 1. Dann nochmal.
Okay, das ist zumindest ein Blocker, mein Ornithopter. Schauen wir mal, vielleicht können wir einfach durchpowern. Das wäre natürlich echt insane. Hier kommt dann ein Shadow Spear raus, der uns Leben gibt. Schauen wir mal. Okay, Schock. Ja, wir nehmen einmal 4, hätte ich gesagt. Nächste Runde können wir traden. Okay, nochmal ein Artefaktland. Ich glaube, ich bleibe defensiv und schaue, dass ich nach Möglichkeit mit einem Shadow Spear angreife. Wobei ich hätte jetzt auch angreifen können. Opponent ist halt nur bei 11, 13, ja, aber hätte einen easy Jump Block halt irgendwo. Eigentlich Doppelblock. Das ist auf jeden Fall klar. Die Thought Monitor im Friedhof, die nehme ich. Okay, gibt es einen Stifle-Effekt in der Zwischenzeit in Modern, der gespielt wird? Ihr seht schon, ich habe so lange kein Modern mehr gespielt. Ich nehme den Shadow Spear, danke. Ich equip auch. Ich glaube, ich greife mit den drei Großen an, weil ich mache mit ihm noch mal so einen. Und das ist Enters, das heißt, meine Thought Monitor, der eine Thought Monitor, der wiederkommt, der macht mir zumindest noch mal einen Token dann. Okay. Ich will nach Möglichkeit nicht, dass die Grief stirbt. Darf ich bitte meine Blocker assignen, Magic Online? Oder ist es eh egal? Habe ich genug Power? Okay, die sterben alle. Ja, dann ist es, wie es ist. Okay, jetzt darf ich. Genau, wenn die Grief nämlich auf dem Battlefield bleibt, die kostet mich ja nochmal was. Ich habe mal hier. Es wird wahrscheinlich noch mal ein Living End kommen. Aber wir haben schon relativ viel Leben. Das ist ganz gut. Okay, wo Seichu? Wir haben natürlich unsere beiden Islands schon gezogen. Seichu war ein guter Draw für unseren Opponent. Das heißt, mit noch einem Living End sind wir tot. Vor allem Architekt, der kann unseren Redraw quasi kaputt machen. Weil wir jetzt ziehen zwei Karten mit dem Thought Monitor immerhin. Ja. Okay, dann Living End man nochmal.
Also, unser nächster Draw hilft uns auf keinen Fall, weil wir würden ja gepondert. Das ist die Frage. Ich spiele mal den Ornithopter noch als Jumpblocker. Ich halte den Frogmite mal auf der Hand, falls wir. Falls wir nochmal einen Synthesizer ziehen. Wahrscheinlich aber nicht. Okay. Glaube, ich block die zwei Fünfer weg. Ah, Moment. Ich block noch einen Siebner weg. Nimmt ziemlich Schaden. Ja, das Poseidon war zu krass. Ohne das hätten wir es gewonnen. Relic, okay. Das ist zumindest ein Redraw. Ja, ich muss es machen. Auch wenn es meinen Friedhof natürlich auch betrifft. Okay. Immerhin. Ich bin leider trotzdem tot. Aber vielleicht attackt Opponent ja nicht. Kann leider nicht umequippen. Okay, Subtlety. Gut. Okay, wir wollen wahrscheinlich Rebukes. Brauchen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall einen Cage. Wollen wir eine Damping Sphere? Hilft uns die? Verzögert zumindest eine Runde. Aber behindert mich auch ein bisschen natürlich. Ja, ich glaube, ich board mal nur die zwei Counter und die Stage. Welding Jar brauchen wir wahrscheinlich. Wobei. Useichu. Die Boots brauchen wir nicht. Prototype nicht. Und eine Nettle Sis geht dafür raus. Schauen wir mal. Ich würde gern beginnen, ja. Ich habe einen Cage und eine Saga. Dafür keine Länder, aber zwei. komm. Wenn wir schon YOLO, dann ist es die richtige Hand, glaube ich. Ich meine, wir müssen unbedingt etwas nachziehen, also Linder vor allem. Aber das ist eigentlich das, was wir wollen, minus Länder. Okay, wir ziehen das Relic nach. Das ist jetzt kein Highlight. Das hätte ich lieber gefunden mit der Saga. Bin ich gespannt, ob Saga oder den Cage wegmacht. Cage. Dann müssen wir auf jeden Fall das Relic legen. Okay, go. Jetzt haben wir leider 3 Runden lang gar kein Land gezogen, aber wir sind eigentlich noch. Wir haben das zweite Lockpiece. Opponent macht auch nicht so richtig viel.
Ich hätte Relic einmal benutzen sollen, um eine Karte zu exilen. Okay. Ja gut, dann müssen wir es exilen. Okay, go. Ja, das war vielleicht zu greedy, die Hand, aber wir haben eigentlich ganz gut mitgehalten. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich nicht das Relic, wenn ich es vorher aktiviert hätte. Ja, es hätte nichts gebracht. Dass ich das Land mir holen hätte können über das Pusechu, indem ich dann das Relic nicht aktiviert hätte, sondern einfach nochmal getappt. Noch eine Drum. Ja, okay. Ich glaube, das kommen wir nicht zurück. GG. Und dann sehen wir uns in Runde 2. Willkommen in Runde 2. Wir spielen Affinity. Und wir haben eine Hand, oder? Saga Turn 1 kann ich sie nicht aktivieren. Außer ich ziehe gut nach. Aber ich glaube, das kann man halten. Wir haben ja noch einen Draw, wir sind on the draw. Wir haben auf jeden Fall die Boots, Ornithopter. Schauen wir mal. Windbrisk Heights. Hideawayland. Okay, keine Ahnung, gegen was wir spielen. Springleaf Drum. Okay, Springleaf Drum ist ein sehr guter Draw. Das heißt, wir können direkt Saga legen und die nächste Runde auch aktivieren. Okay. Der Opponent auch auf einer Saga, auf einem Saga-Plan. Schauen wir mal. Scheint nicht so einfach zu sein, die Sequencing bei unserem Opponent. Wir können uns auch überlegen, ob wir könnten Thought Monitor nächste Runde spielen, Karten ziehen. Aber ich glaube, ich mache lieber einfach einen Token mit der Saga. Okay, Tinkerer. Güchen. Okay, dritte Saga, also zweite von meinem Opponent. Nicht schlecht.
Gibt es hier so eine Bomberman-Combo in Modern? Ihr könnt mir ja in Kommentare schreiben, was ich hier erwarten sollte eigentlich. Ich kenne das Deck nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch schon wirklich seit Modern Horizons 2, glaube ich, kein Modern mehr gespielt. Wenn wir ehrlich sind, nachdem Topter, Ursa Topter zusammengebannt worden ist und Astrolabe gebannt worden ist. Okay, Gingerbread. Ist das vielleicht einfach eine Hammer-Time-Liste, die komisch aussieht? Sehen wir. Land ist ein guter Draw. Ich hole mal einen Shadow Spear. Ich glaube, ich greife lieber an, anstatt Karten zu ziehen. Nächste Runde kann ich dann Karten ziehen und mit Shadow Spear angreifen. Opponent hat nächste Runde auch sein Tinkering aktiv. Ist die Frage, ob man hier einfach dann, ja, 17 Schaden nimmt. Ich glaube, das könnte schon einfach richtig sein. Und da eine Pithing Needle rausspringt auf den Spear. Mein selbst gegen einen Hammer müssten schon zwei, wobei der gesackt werden kann. Da springt auch einer raus, das heißt, man braucht das Weiße aber dafür und ihn aktivieren, das heißt, eins und man müsste selber equippen, das heißt, man bräuchte noch irgendwoher ein weißes Mana, um noch. Ja, ich glaube, es reicht nicht. Also, wenn es Hammer Time wäre, dann sollte es nicht reichen. Da sind jetzt auch die Cursed Totems ganz gut, gegen die wir im Sideboard haben. Gegen das Deck. Okay. Opponent am Brainen. Ich glaube immer noch am Mana rechnen, ob es reicht. Je nachdem auch, was das hier ist. Okay, Springleaf Drum, ja. Das macht Sinn. Das heißt, es ist ein weißes mehr, wenn man das jetzt gleich nimmt, hier tappt, ein weißes, einen Hammer holt. Das sind nur noch zwei Handkarten. Bin überfragt, Freunde, ich bin überfragt. Angriff mit allem, okay. Ich denke, ich block da, wo ich blocken kann. Sicher ist sicher. Emrakul. Okay. Guter Hit aus dem Hideaway. geil. Sollte, reicht es? Habe ich noch eine Chance? Je nachdem, wenn was jetzt rauskommt. Wenn Shadow Spear rauskommt, wird es eng. Muss 6 Säcken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Macht noch mal Jump Blocker. Geil, ich lerne einfach Modern wieder neu kennen. Okay. Collector's Cage.
Okay, das sind quasi das der 5 bis 8 Hideaway-Effekt. Then if you can free a mark with different powers. Okay, deswegen spielt man hier so einen Haufen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay, eins, zwei. Ja, wir brauchen halt noch zum Equippen, gell? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Müssen wir ein Landtop decken. Bei, das wird nichts mehr. Geh mal in Spiel 2. Geh mal einfach in Spiel 2. Ich hätte gern gesehen, vielleicht noch was da raushüpft, aber. Wir nehmen mal das Cursed Totem. Pithing Needle. Bringt uns sonst was? Graveyards and Libraries. Aber Hideaway ist weder Graveyard noch Library. Wir haben sonst die Boots, glaube ich. Wobei, wir brauchen, glaube ich, keine Relic. Können hier ein so eine Nettlezist. Passt es so? Ich glaube schon. Brauchen wir Counter hier überhaupt? Vielleicht brauchen wir auch die Counter nicht. Wir nehmen noch eine Haywire mit rein und vielleicht nochmal das Nettlezist. Ich teste mal so. Muss nebenher mal suchen, wie dieses Hideaway-Land hieß. Damit die das dann auch nehmen können. Der eine heißt Collector's Cage und das eine heißt Windbrick irgendwas. Heiz, glaube ich. Windbrisk. Irgendwie so. Okay, ich glaube, das kann man keepen. Es ist nur die Frage, wie ich starte. Ich glaube, ich starte mit dem Tanglepool Bridge. Dann kann ich nächste Runde Darksteel, weil ich könnte jetzt schon so starten, aber dann kommt das nächste Runde getappt. Wenn ich das gleich spiele, kann ich nächste Runde Cursed Totem legen. Mit Springleaf von Ornithopter. Ich glaube, das mache ich. Und dann theoretisch könnte ich auch Land spielen. Springleaf Drum, da haben wir 1, 2, 3, 4. Und zwei Mana reicht es noch nicht mit meinem Thought Monitor. Das heißt, ich muss nächste Runde auf jeden Fall Cursed Totem spielen. Da ist dann das Land für meine Monitoren. Das schaltet zumindest den Warden ab. Und den Tinkerer auch. Okay, jetzt müssen wir nur noch größere Saga-Tokens bauen. Also erstmal eine Saga oder einen Synthesizer finden. Nettlezyst. Nettlezyst ist doch ganz nett. Das können wir doch machen. Nimm mal den Companion. Ich lasse mal den Companion noch auf der Hand. Falls ich einen Synthesizer finde. Weil nächste Runde kann ich dann Saga spielen, Thought Monitor. Okay. Also Saga ist schon mal klar. Ich ziehe auch vorher mal die Karten. Weil mein Zyst ja wächst. Ich glaube, ich halte trotzdem die beiden anderen auf der Hand. Greif mal an. Vielleicht muss man sie auch spielen. Ah, ich bin mir unsicher. Ich habe einfach zu wenig gespielt.
Vielleicht muss man sie auch ausspielen und einfach Druck machen, beziehungsweise dann kann man hier besser blocken, wenn Opponent jetzt dann doch wieder ein Hideaway-Ding zieht. Wobei, wenn er den Collector's Cage zieht, dann bringt es eh nichts. Shadow Spear, weiß ich auch nicht, bringt jetzt auch nicht so unendlich viel weiter. Muss Opponent halt jumpen. Wir haben zwei Thought Monitors. Okay. Das sind zumindest mehr Jumper. Okay. Das ist doch mal ein guter Draw. Das heißt, wir machen ausnahmsweise kein Saga-Token. Hey, Wyrmite können wir sogar brauchen. Und die zwei Flieger und mein Cursed Totem greifen an. Der ist frei natürlich. Kann jetzt exilen, nochmal einen Typen bauen. Okay. Okay. Cool. Ich glaube. Generell passt es so. Ich würde es einfach nochmal versuchen. Einfach schneller sein. Einfach größere Constructs bauen. Sind wir leider wieder on the draw. Jo, ich reveal mal Giganta. Ich glaube, das keep ich. Cursed Token und Prototype. Vielleicht halte ich das sogar auf der Hand. Wobei am Anfang ist es, glaube ich, besser, alles aufs Board zu legen. Und ich habe den Synthesizer. So dass eben nochmal einen Ornithopter oder Memnite Draw was bringt. Opponent Mulligan auf 5. Auf 4. Okay. Warelands. Ja, das ist blöd. Sorry, wir haben auch nur eins. Wir haben auch nur eins. Stranges Matchup, muss man sagen. Stranges Matchup. Okay, Opponent hält die 4. Hideaway Land direkt, das ist natürlich blöd. Wenn da jetzt wieder ein Imrakul drunter ist, dann kann das schon reichen. Okay, wir haben sogar noch mal einen Memnite, sehr schön. Das heißt, wir spielen noch eine Drum. Wir tappen für Blau. Casten hier, casten Memnite. Wie viel kostet der denn jetzt? 3. Das heißt, nächste Runde, wenn wir ein Land ziehen, können wir sogar Synthesizer into Thought Monitor. Ne, 3, 2, das reicht nicht. Okay. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall. Den Synthesizer spielen. Das ist einfach unsere wichtigste Karte. Das wollen wir, glaube ich, beides. Put on top, put on top.
Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir können ihn schon für ein blaues spielen. Und dann ziehen wir nochmal ein, dann können wir sogar mit dem Landdrop warten, falls wir ein anderes Land, eine Saga oder so ziehen, dass wir dann eher da den Landdrop machen, anstatt unser Artefaktland. Weil ich echt Angst vor diesem Hates habe. Ich bin ehrlich. Wenn ich so meine Pithing Needle jetzt finden würde in meinen zwei Thought-Monitoren drin, das wäre doch ganz nett. Okay. Guter Draw. Findet jetzt einen Eindruck. X counters from target permanent. Das ist quasi gegen meine Sagen. Okay, schauen wir mal. Thought Monitor. Nummer 1. Ja, jetzt haben wir das mit der zweiten Sage, aber ich glaube, ich mache das trotzdem dann nicht. Thought Monitor Nummer 2. Ich mache das mit der Saga nur, wenn ich. Ja, okay, ich habe es leider nicht gefunden. Bei er hat. Meine, ich kann das Cursed Totem spielen. Und ich muss es auch. Mal schauen, ob er vorne reagiert. Nee, sehr schön. Jo. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir tot sind an diesem einen Windbreast Kites. Das kann schon sein. Ich hätte den Ornithopter spielen sollen als Imrakul-Futter. Nein! Das ist blöd. Ich bin gespannt. Das wäre schon krass. Opponent hat schon die Chance, uns einfach mit dem Mulligan auf 4 einfach zu killen, nur weil er Windbreast Kites Turn 1 gespielt hat. Das ist schon ziemlich wild. Ah, so ein Wasteland. Das wäre wirklich. Schauen wir mal, was könnte der Opponent finden. Also natürlich unterschiedliche Power braucht er noch. Richtig? Nee, das sind nur drei Karten. Der Collector's Cage ist unterschiedliche Power. Das heißt, es reicht mit den dreien anzugreifen, quasi einen Jump Attack zu machen. Und dann, wenn da ein Imrakul auch wirklich drunter liegt. Ich meine, es ist nur Hideaway 4. Also ist schon ziemlich random, dass es auch gerade Imrakul getroffen hat. So ohne Tutor und nichts. Und wenn wir sacken müssten, wenn es so wäre, dann würden wir sacken 1, 2, 3, 4, 5 plus den hier. Dann hätten wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Artefakte. Das heißt, es wären 9, 9er. Die würden dann 10, 10, 11, 11. Ja, ich hätte den Ornithopter spielen sollen. Das ist echt das Problem. One Shot, GG, okay. Hat wohl nicht gereicht. Puh. Jetzt bin ich gespannt. Collector's Cage. Kommt nochmal ein Hideaway.
Ja, gut, die müssen jetzt leider alle gehen. Hilft nichts. Okay, den Block richtig gesetzt, dann stehen wir 1-1 und wir sehen uns in Runde 2, Runde 3, bis gleich. Runde 3, Modern Affinity. Wir sind. Was sind wir? On the draw. Wir haben einen Synthesizer. Wir haben zwei Snares, aber kein. Ja gut, wir können ja noch was nachziehen. Wir können ja einen Nulltrupp nachziehen. City of Brass. Okay. Wilde Dinge passieren in Modern. Wilde Dinge. City of Brass into Preordain. Das fühlt sich so nach 2011 Magic an. Geil. Lotusblumen. Okay, ist es Tendril, hier eine Tendrils, Adnosium. Okay. Heißt, wir haben einen Ornithopter getroffen. Ist schon mal schön. Dann können wir Turn 2 auf jeden Fall die Saga legen. Prototype, Saga, Boots, Frogmite können wir sogar auf der Hand behalten. Dann ist die Frage, ob wir dann das Tokens bauen mit der Saga. Profane Tutor. Okay. Wir sind on a clock, das heißt, wir müssen relativ schnell Schaden machen. Okay, das heißt, wir haben zwei Mana. Wir können kein Blau mehr machen. Ja. Ich equip mal. Ich hätte ihn spielen sollen, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, dass das richtig ist. Ich hätte lieber. Ich kann nächste Runde entweder ein Token bauen oder ich spiele den Synthesizer, kriege meine zwei nächsten Draws und habe zwei Saga-Tokens. Ich glaube, das ist mir lieber. Okay. Opponent auf jeden Fall. Nächste Runde soweit. Ein Land wäre mega. Oh, ein Land ist mega. Okay. Synthesizer. Noch eine Frogmite. Ja, die können wir schon nehmen. Dann spielen wir eine Frogmite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der kommt for free. Und dann können wir für 10 hauen, oder? Ist doch schon mal ein Play. Das heißt, Opponent muss jetzt gewinnen. Es ist möglich, also. Es ist möglich. Tutor und Blumen kommen. Opponent hat unendlich Mana. Es ist, kann fürs Angel's Grace oder fürs. Wie heißt es denn jetzt? Freunde, sagt mir doch Bescheid. 5 Mana instant in Schwarz. Das Kartenziehen für Leben. Okay, da ist das Angel's Grace. Okay, da kommt der Draw. Brauchen wir auf jeden Fall Counter Magic. Aber das haben wir. Ad nauseam, danke. Schauen wir uns mal das Deck an. Spells of the Vault, ja, findet auch Ad nauseam. Da ist das Oracle. Und sind noch 2 Mana. Da hat sogar falsch getappt, aber es sollte reichen. Wir schauen uns auf jeden Fall das ganze Deck an. Also Unlife. Wieso spiele ich eigentlich das Deck nicht? Ah, weil es sind 3 Kartenkombos und ich mir die eh nie zusammenziehe. Aber okay, Pact of Negations spielen sie natürlich. Aber auch Offer You Can't Refuse.
Okay, GG. Ja. Eng. Hätten wir mal on the play gewesen, hätten wir gewonnen, gell? Activated bringt nichts. Bringt uns eine Needle was. Oder ein Cage. Brauchen kein Relic. Brauchen kein Welding Jar. Damping Sphere. Man behindert uns halt, wie gesagt, auch, aber. Aber wir können vielleicht besser drumrum spielen. Ich nehme mal. Wenn, dann will ich alle drei, damit ich sie sehe. Nochmal ein Prototype raus. Und wahrscheinlich brauche ich kein Shadow Spear. Versuchen wir es so. Sieht zumindest nach einem Deckplan aus, den wir haben. So, Giganta, natürlich. Pokémon revealen. Hätte ich ein Paper alles vergessen. Oh, die Hand ist super langsam, aber die hat zwei Synthesizer. Die muss ich, glaube ich, halten. Mein zwei Synthesizer, zwei Thought-Monitore. Wenn ich jetzt in einen von meinen Springleaf Drum oder noch ein Land ziehe, das heißt, es sind die Hälfte des Decks wahrscheinlich, das ich ziehen kann, dann bin ich mehr oder weniger online. Opponent Turn 3 ist schon echt gut gewesen, uns zu killen. Also normalerweise ist es schon auch eher ein Turn 4, Turn 5 Deck. Okay, noch ein Memnite. Das ist nicht das, was wir wollten. Das heißt, der kostet jetzt 4. Ja, dann müssen es halt Memnite Beats reißen. Tutor suspended. Okay. Land. Dick. Dick, please. Nächste Runde geht der Tutor hoch. Bin nicht überzeugt von meinem Keep. Ich meine, das war die Starthand. Das ist schon echt langsam. Aber wir hatten einen Memnite und haben zwei nachgezogen. Wir hätten echt viel anderes auch. Wir haben aber auch noch mal viel so Quatsch. Muss man auch der Fairness halber sagen. Okay, Phyrexian Unlife schon mal gelegt. Haben wir jetzt keine Antwort in unseren 75. Mit dem Topter können wir zumindest mal einen Thought Monitor legen. Ich glaube, wir sind trotzdem zu langsam. Ja, ist halt, es ist wie im Legacy. Ich bin ja normalerweise auf der anderen Seite. Wenn die anderen irgendwie mit so komischen Kreaturen, Midrangiger, die zwar aggressiv sein können, aber so Turn 3, Turn 4 euch töten, dann Combo gewinnt halt einfach Turn 2, Turn 3. Ich meine, so ist es halt. Wenn man wenig interagiert, sondern nur Sachen aufs Board legt, dann kommt halt das Combo-Deck. Okay. Opponent scheint zumindest noch nicht alles zu haben. Wobei mit dem Profane Tutor sollte ja eines in die Hand gekommen sein. Wahrscheinlich das Ad Nauseam. Okay. Ist dann noch das Spoils? Ja, okay, das war's schon.
GG. Okay, easy loss. Dann sehen wir uns in Runde 4. Willkommen zurück, Freunde, in Runde 4. Wir spielen Affinity. Okay, wir haben. Ich könnte die Saga legen, aber dann kann ich sie turn. Kann ich erste Runde kein Token bauen. Das heißt, ich glaube, ich starte so. Leg nächste Runde Saga, zwei Springleaf Drums. Beziehungsweise ich könnte auch eine Springleaf Drum legen, noch ein Artefaktland cyclen. Okay. Watery Grave Shock. Thoughties. Jetzt sind wir in meinem Magic angelangt. Ja, könnte Death Shadows sein. Oder was es sonst gerade an Midrange-Decks gibt. Ein Sojourner ist weg. Das macht Sinn. Die einzige Karte, die irgendwas tut. Moonsnare Prototype. Ich lass mal Mana offen. Vielleicht will ich den wirklich cyclen hier für nochmal ein Artefaktland. Wenn ich mache nächste Runde Token. Ja, ich glaube, wir machen das. Ich glaube, ich nehme sogar eine Citadel, falls Opponent den Ornithopter tötet, End of Turn. Ich lasse alles mal noch auf der Hand, so Springleaf Drum und Frogmite. Okay, Under City Sewers. Gute Karte. So, Opponent, die mir Control, gibt's das? Ich glaube, ich hole die Boots. Kein Removal drauf, okay. Okay. Ja, dann keine Ahnung, gegen was wir spielen. Dann lasse ich einfach mein Deck so, wie es ist und versuchen das nochmal so, genau so. Vielleicht ist es wirklich Shadow mit einem merkwürdigen Draw. Vielleicht ist es eine Dimir Control Variante, die dann. Was ziehen die dann? The One Ring wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch Reanimator, also hier Gorios Vengeance mit einem merkwürdigen Draw. Kann auch sein. Aber da wissen wir zu wenig, um zu sideboarden, muss man sagen. Wir sind on the draw. Wir haben Saga. Eine langsame Hand. Wir können Turn 1 Moonsnare Prototype spielen. Wenn wir 0 Drop ziehen, haben wir Turn 2 Saga Tokens. Ne, haben wir nicht, weil wir Spire of Industry spielen müssen. Ah, dann war es vielleicht doch ein Mulligan. Okay. Ja, da habe ich mich vom Colored Mana vertan mit diesem Moonsnare Prototype. Thoughtseize, ja. Okay, meine Hand ist hat kein Keypiece außer die Saga.
Wahrscheinlich diese Nettelzyste oder. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Wenn wir können Frogmite spielen. Das sollte man auch tun. Breeding Pool, wir spielen echt gegen Sultai. Geil. Tut mir so leid. Okay. Das ist nicht der geilste Draw, aber ich sag mal go. Boots, Play, Equip. Sind die Schiffe free? Nee. Okay. Ja, dann. Tag. Bowmaster. Fair. Ja, dann go. Minamo. Spannend. Noch ein Prototype. Okay, Opponent conceded. Wir werden einfach umequipped und angegriffen. Okay. Schade, Sultai-Deck. Ich weiß nicht, was du warst, aber genauso fühlt sich das mit Sultai Modern an. Okay, wir sehen uns zur letzten Runde gleich. So, willkommen zur letzten Runde. Wir stehen 2 zu 2 und wir spielen Affinity. Ich reveal mal meinen Pokémon. Wir sind on the draw. Das heißt, ich habe nichts, aber ich habe eine Saga. Ich keep. Ich weiß nicht, gegen was wir spielen. Ich weiß nicht, wie gut das Deck Mulligant gefühlt nicht gut. Ich spiele meinen Memnite schon mal raus. Und sag go. Aridmesa. Das könnte auch. Ja, was könnte Mesa sein? Domain, irgendwas. Burn. Okay, Domain, irgendwas ist wohl die Antwort. Okay, das heißt, ich kann Vereins angreifen und ein Counterspell offen lassen. Es könnte hier dieses Archon-Deck sein. Dann ist ein Counterspell nicht das Schlechteste zu haben. Weil ich mich nächste Runde austappen muss. Wobei, nee, ich kann offen lassen und Saga-Tokens bauen. Renin 6. Nono. No bueno. Alter, man hat noch einen Spellpierce. Ja klar, wie man es braucht. Okay, das ist dieses. Wie heißt denn? Gott, ich, Heut und Decknamen.
Ja gut, ich kann nichts machen. Ich mache halt Tokens. Inadomitable Creativity. So heißt es doch, oder? So heißt doch dieser XX-Spell in Rot. XXX, der dann nachher auch noch aufs Battlefield legt. Was machen wir gegen den, ist die Frage. Die haben doch wahrscheinlich Removal drin. Dann halt diesen Transmogrify-Effekt. Fable. Was hat man das letzte Mal gespielt? Das war's eigentlich. Ren. Was haben die an Interaktion? Bolt. Push. Vielleicht. Okay. Alter, Prismari Command ist natürlich insane gegen uns. Aber wir können. Und ich zieh die Boots. Freunde, die wollte ich jetzt nicht ziehen, Deck. Die wollte ich jetzt da raus tutoren. Oh Mann. Okay. Ich habe keine Needle. Heißt, okay, lass mal überlegen. Springleaf Drum 1, 2, 3. Ich leg das mit Mana. Kann eine Frogmite umsonst spielen. Dann kann ich doch equippen. Affinity-Karten halt doch wieder mega. Und dann muss der Ren gehen. Dann verlieren wir trotzdem gegen den Ahorn, befürchte ich. Aber so ist es dann halt. Okay, Prismatic Ending. Auch eine sehr gute Karte gegen uns. Das Matchup fühlt sich horrendes an. Ich bin ehrlich. Und die haben irgendwie noch Shatter-Effekte dann nach dem Boarden. Was geht? Okay. Bridge, wie viel kostest du? 2. Das heißt, du wärst ein 4-4 und du wärst ein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann spielen wir. Dann spielen wir die Zyst. Kommt noch das Leyline Binding. Okay. Ja, ich glaube, das haben wir verloren. Es geht nur noch darum, dass unser Opponent uns auch besiegen kann. Okay. Mein. Wir sind ziemlich eindimensional in dem, was wir tun, dann tun wir das halt. Noch ein Binding. Okay, fair. Dann können wir aber den Memnite zumindest equippen. So, Opponent hat das Fetch-Land und eine Handkarte. Das heißt, der Token kann Opponent auf jeden Fall machen. Jetzt kommt es darauf an, ob es Payoff gefunden wird. Noch nicht. Okay. Noch eine Drum. Gut, wir greifen halt an, gell? Ja, wegen mir kann hier getradet werden. Da habe ich kein Problem damit. Das ist ein Ahorn weniger. Cool.
Ja, da scheint es gefunden worden zu sein. Okay, guter Draw. Okay, dann gehen wir ins Sideboarden. Also wir haben drei Orvars für dieses Matchup. Die habe ich schon mal ausgemacht. Es war halt auch ultra lucky, dass man diese Spell Pierce noch, dieses One-Off wahrscheinlich. Ah, ich reg mich jetzt nicht auf. Piffing Needle brauchen wir. Wir wollen eine Might. Wir wollen Kraftdiggers Cage. Wir brauchen. Das Relic ist okay-ish. Nettlezyst, Moonsnare eins weniger. Welding Char. Ich glaube, das Relic braucht man nicht, auch wenn es Einsatzmöglichkeiten hat. Wahrscheinlich will ich nicht so viel Counterspells. Ich mach's mal so. Ja, ich würde gerne beginnen. Völlig richtig. Zeig mal mein Pokémon. Tja, das ist leider No-Lander Mulligan. Das ist ganz okay-ish. Das lässt mich zumindest, wenn ich irgendwas ziehe, kann ich was damit machen. Und wahrscheinlich besser als 5 auf 5 zu gehen. Okay. Gute Draws von oben, bitte. Prismatic Ending auf unsere Springleaf Drum. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Opponent hat halt unendlich viel Removal für das, was wir so treiben. Das ist schon ein Problem. Jetzt ein Random 6 kommt, ist es quasi schon wieder vorbei. Okay. Artefakte haben auch Nachteile, ich gebe das schon zu, ja. Ja. Tja, wir kommen so nicht weiter, wenn uns jede Runde in Permanent abgetragen wird. Wir ziehen leider den Globo-Teil nach. Das ist schon nicht schlecht von Opponent. Wir haben leider keinen Orva auf der Hand als Luckout, wenn ein Ahorn gebaut wird. Das könnte jetzt schon passieren, dann ist vorbei. Teferi. Teferi ist auch bitter.
Ja, ich muss es wahrscheinlich machen. Teferi nennen. Mit einem Mana mehr hätte ich ihn umfahren können, aber ja, wie immer, mit einem Mana mehr. Das ist halt so, wenn der Opponent uns die Mana-Quellen zernichtet. Okay, Nature's Claim. Guter Draw, Opponent, guter Draw. Aha. Könnt hier von Land Affinity cyclen. Oder könnt die Lava Spur Boots equippen. Ich glaube, ich will aber lieber meinen Mana basteln. Schauen, ob Opponent das vielleicht sogar countert. Okay. So haben wir die Chance, nächste Runde einen Synthesizer zu ziehen und damit was zu tun. Wie viel kostest du? 2. Okay. Opponent Removal. Ja. Zumindest zwingen wir Opponent dazu, was zu tun. Nächste Runde haben wir jetzt die Frage, ob wir das Otawara offen lassen. Wie ich glaube, wir müssen nochmal einen Thought Monitor spielen. Und wir hätten auch einen Orva gebraucht. Fable auch extrem gut. Noch ein Prototype extrem shitty. Ich glaube, ich gehe auf Wohnen selber. Das muss zu führen. Ich meine, die Chance, dass jetzt dieses Creativity gefunden wird mit dem Draw von Fable, ist ziemlich hoch. Aber falls nicht, dann sind 6 Leben nicht zu viel. Ren, okay, Ren pinkt was. Ist zumindest kein Kill. Noch eine Fable. All the value. Okay, schauen wir mal. Synthesizer.
glaube, ich equippe hier. Das sind 3. Und dann nächste Runde sind es wieder 3. Das heißt, der Paul muss auf jeden Fall jetzt gewinnen. Was machbar sein sollte. Was machbar sein sollte. Ja, okay. GG. Okay. Das war's. 2-3 nur mit dem Deck. Ich glaube, also A kann man es besser spielen, aber ich glaube, die Liste ist noch nicht ganz da, wo man sie haben will. Bin gespannt. Ich glaube, der Archetyp kann zumindest sich noch weiterentwickeln und so Archetypen, die jetzt Affinity-basiert sind, die kriegen ja immer wieder neues Spielzeug. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Deck haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.